Wisst ihr, was echt verdammt nervig ist? Abgesehen vielleicht davon, dass hier nur wieder mal kein Video kommt, wobei das vielleicht nicht unbedingt euch nerven sollte, aber dafür wiederum aber eher umso mehr mich, weil ich eigentlich daran hätte was ändern können. Warum läuft das nicht wieder so wie früher, wo irgendwie das fast kaum vorgekommen ist, dass mal ein Video fehlte? Gut, aber das ist nicht das, was ich sagen wollte, sondern der ein oder andere wird es wahrscheinlich kennen. Man sitzt am PC, man hat einen Kopfhörer oder ein Headset auf, kabelgebunden natürlich, und man sitzt auf einem Stuhl, der Räder hat. Ja. Jeder wird sich jetzt wahrscheinlich denken, na, ich weiß, was du meinst. Ja, für die, die es nicht wissen, es ist echt verdammt nervig, wenn dieser verdammte Kabel unter die Räder kommt. Ich weiß nicht warum, aber der kommt immer wieder unter die Räder. Vor allen Dingen erst recht, nachdem ich den PC irgendwann nach links gestellt habe. Da kommt der immer öfter vor. Wo ich den vorher rechts hatte, war das noch nicht so krass. Das ist echt verdammt nervig. Vor allen Dingen, wenn du aufstehen willst. Du stehst gerade auf, aber der Kopfhörer zieht dich wieder zurück zum Stuhl. Ah, oh, es hat eine nervige Sache. Aber gut. Übrigens, ich hatte nicht bemerkt, dass da beim Seven Oaks... Bei der Seven Oaks Bar, so rum, dass da oben ein Schiff steht. Warum zum Geier ist da ein Wrack oder beziehungsweise mehr oder weniger ein Skelett von einem Schiff noch über, das einfach mal eben auf so einem Schiff steht. Auf so einem Haus steht, meine ich. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich meine, warum? Das kann ja nicht nach der Flut hierhin gekommen sein. Das macht keinen Sinn. Vor allen Dingen, weil da steht ja 1685 da. Das heißt also, dieses Schiff da oben ist theoretisch seit 1685 da am Stehen. Ja gut. Das ist irgendwie nicht gerade sehr normal, aber was soll's. Ist ja auch eigentlich alles andere hier in diesem Spiel auch nicht. Ich wollte schon sagen, hätte die ganze Zeit nur die Pulle da vor sich hin. Wo muss ich überhaupt hin? Genau, ich muss da unten hin. Ich habe die ganzen Dinger übrigens mal markiert. Ich habe einen Ort übrigens nicht gefunden gehabt, wie blöde. Bis ich ihn dann irgendwann gefunden habe. Das war, glaube ich, bei der Nebenquest. Ah ja, das hab... Genau, warte mal. Ah ja, stimmt. Ich mache gerade die Nebenquest, wo ich die Leichen fotografieren soll. Ich habe diese Windland Avenue einfach nicht gefunden, weil ich gedacht habe, hey, da steht irgendwo südlich der University Street. Ich habe sie nirgendwo gefunden. Da dachte ich mir, ist das vielleicht irgendwo bezirksübergreifend? Nee, auch nicht. Irgendwann zufälligerweise gefunden, hey, die Windland Avenue ist hier. Wow, zwischen zwei Bezirken. Ich habe wirklich 15 Minuten lang oder noch länger danach gesucht gehabt und ich habe mich echt langsam wirklich dumm und dämlich gesucht gehabt, weil alles andere habe ich innerhalb von kürzester Zeit gefunden. Nur diese Windland Street einfach nicht. Oder Windland Avenue. Das ist vielleicht die andere nervige Sache gewesen. Naja, was soll's. Bin ich eigentlich gerade hier in der Nähe? Okay, ich bin schon direkt in der Nähe. Ich wollte jetzt eigentlich einen Cut machen, aber gut, ist jetzt eigentlich vollkommen unnötig. Bin ja schon direkt davor. Apropos Cut. So ein bisschen neige ich übrigens gerade dazu, wesentlich mehr cutten zu wollen, als ich vielleicht irgendwie vorhatte bei dem Spiel. Einfach nur, damit quasi ein bisschen mehr passiert. Theoretisch. Ich meine, der ein oder andere von euch wird es vielleicht eher lieber haben, dass ich vielleicht die Sachen eher ungeschnitten lasse oder vielleicht eher weniger geschnitten habe. Aber ich sag mal so, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Archiv durchsuche oder ich bin jetzt zum Beispiel an einem Ort, sagen wir mal zum Beispiel so ein Ort, wahrscheinlich ist das jetzt aber eigentlich die Quest, die ich wahrscheinlich machen muss, aber sagen wir jetzt zum Beispiel so ein Ort, ich gehe da rein und finde außer vielleicht zwei Gegner und ein Munitions- Kiste oder sonst was, irgendwie nicht wirklich viel mehr. Jaya Nelsons Haus, ich sehe da Blut. Dann könnte ich eigentlich das ja getrost rausschneiden, weil das, was ich dann da gefunden habe, ist das, was ich eigentlich im gesamten restlichen Spiel ja auch finde. Es ist nichts Interessantes, also könnte ich dann quasi, bevor ich überhaupt hier reingekommen bin, quasi schon einen Cut machen und sagen, okay, ich bin wieder woanders. Macht vielleicht ein bisschen mehr Sinn. Oder genauso wie auch beispielsweise die Archive, die ich dann durchsuche, da suche ich dann lieber das durch... Das Archiv, was? Das Archiv lieber schon durch und lese dann das vor, was ich dann da gefunden habe. Der ist ja verdammt blutig, der Kollege. Ich hol mal meine Kamera raus, ja? Mann, siehst du schick aus. Tja. Mein Kollege wird sich echt freuen für diese neue Errungenschaft in seiner Sammlung. Der arme Kerl versuchte zu fliehen, aber ein einziger heftiger Schlag hat gereicht, um ihn zu töten.
Das sieht aber mehr nach einem einzigen Schlag aus, um ehrlich zu sein, weil ich meine... Klar, hey, wenn man da so ein Beil da reinbekommt, blutet man wahrscheinlich wie Sau, aber... Das sieht irgendwie eher so aus, als wäre er durch die Gegend geschliffen worden. Es ist irgendwie ein bisschen strange. Aber hey, Hauptsache der Käse und die Mettwurst liegt hier noch rum. Yay, blutiger Fisch. Was? Ich weiß ja, dass man beispielsweise Tiere, die man schlachtet, beispielsweise an den Hinterbeinen oder dergleichen auffängt und die Kehle aufschneidet, um sie dann ausbluten zu lassen. Nachdem sie bereits wahrscheinlich durch irgendwelche andere Mittel niedergestreckt worden sind. Aber ein Fisch? Ich meine, klar, Fisch hat wahrscheinlich auch Blut, aber seit wann können Fische ausbluten? Oder bin ich jetzt einfach gerade gedanklich irgendwo in einer komplett anderen Welt und mir fällt dann gerade nicht ein, dass Fische auch ausbluten können? Ich bin mir nicht sicher, was ist das denn hier? Mitgliedskarte von J.R. Nelson. Diese Karte bescheinigt, dass J.R. Nelson ein vollwertiges Mitglied des Fotografie-Clubs von Oakmont war. Er trat dem Club nach der Flut bei. Tja! Wahrscheinlich hat dem Club das Bild nicht gefallen, was der da abgeliefert hat, und jetzt ist er tot. Was ist, wenn das sogar der Fall ist? Hab ich gerade das Rätsel gelöst? Was? Ach klar, ja klar, komm, hier, ich schaufel dir mal eine. Kannst du mal kurz abwarten, ich muss mal hier, nee, die Shotgun benutze ich nicht. Oh, hi, ja, hallo, 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 du kriegst mal die fette Munition rein. Oh, nö, dein Ernst. Ciao, ciao, ciao. Meine Gesundheit sagt adieu. Ja, komm, ciao. Ja, 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 ja. Ciao, 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 ciao. Ich muss weg. Ich hab Termine. Ich hab Quests zu erledigen. Kann ich hier... Nein, ich kann leider hier keine Medikamente benutzen. Ja, herrlich. Das tat aber vielleicht weh. Wie viel Gesundheit hat... Oh. Ja, ich habe sehr viel Gesundheit noch. Ich habe zwar mir schon gedacht gehabt, dass ich wenig Gesundheit hatte, aber nicht so wenig Gesundheit, weil ich kann es nämlich gerade nicht sehen, weil da, wo noch der rote... Der richtig rote Balken ist, kann ich leider nichts mehr sehen, weil da mein Mikrofon im Weg ist, beziehungsweise die Spinne davon. Wo muss ich überhaupt gerade hin? Ich glaube, ich verfahre mich hier gerade, oder? Nicht unbedingt. Der nächste Telefon... Ja doch, die nächste Telefonzelle ist direkt in der Nähe. Gut. Dann bewege ich mich mal dorthin, damit ich dann zum nächsten Questabschnitt komme. Mir ist übrigens aufgefallen, dass ich offenbar im Laufe der Zeit so einiges an befallenen Gebieten gefunden habe. Das ist manchmal komisch, dass das so schwarz wird. Das ist wahrscheinlich ein kurzer Ladescreen oder dergleichen. Weil für irgendwas müssen die dann noch gut sein, außer um halt schätzungsweise unendlich Erfahrungspunkte zu bekommen und... Ah, toll, ich habe mich verfahren. Super. Oh, nee. Ja, unendlich Erfahrungspunkte zu bekommen und Munition, Material und so ein Kram. Weil die müssen doch bestimmt auch erledigt werden können, oder? Dass wenn man da hinkommt, man hat irgendwas ganz Bestimmtes erledigt und man kriegt dann nochmal ein bisschen extra Erfahrungspunkte und vielleicht noch Material oder so ein Kram. Weil das kann doch nicht sein, dass die jetzt einfach nur befallen sind. Oder? Ich fahre schon wieder falsch. Aber egal, ich kann da hinten parken. Ich muss da echt mal langsamer hin. Vor allem muss ich da sowieso mal hin, weil ich habe sowieso kaum noch Material. Ja, toll. Ich komme direkt in befallenes Gebiet rein. Das ist ja schön. Das ist doch, glaube ich, befallenes Gebiet, ne? Schön, dass du mir gesagt hast... Oh, okay, nein. Schön, dass das Ding mir gesagt hat, dass das ein befallenes Gebiet ist. Bevor mir das Spiel selbst das sagte. Ja, ich gehe mal lieber eine Straße weiter. Ist das das hier? Crown Theater.
Oh, das ist ein neuer Ort. Das ist aber nicht das Penthouse, was ich suche, oder? Die Tür gibt nicht nach. Natürlich. Ich schätze mal, da muss ich entweder für eine Quest rein oder für irgendwas anderes. Ist das hier das Penthouse? Hallo? Oh, befallenes Gebiet. Ja, geil. Und es ist mein Penthouse, was ich suche. Da guck ich doch erstmal hier schön in den Keller nach. Hallo, was haben wir denn hier so Feines? Außer irgendwelche Möbel, die in irgendwelchen verdammt dreckigen Lappen eingewickelt sind. Keine Spinte, die ich aufmachen kann. Hallo, hallo, was geht denn hier so? Alles so heruntergekommen wie eh und je. Hier kommt die Wand schon entgegen. Was zum Geier soll das eigentlich darstellen? Ach, das ist so ein Schallplattenspieler oder was? Weil das sieht aus wie so eine Schallplatte. Okay. Es sieht zumindest so aus, wie als wenn es so irgendwie sowas in der Richtung wäre. Oder nee, warte mal, was gab's vor Schallplatten? Emaille oder so, ne? Ich glaube, davor gab es, glaube ich, Emailleplatten oder sowas in der Art. Vielleicht ist es so ein Ding. Alter, hier geht's ja richtig weit hoch. Hallo, okay, ich gehe dann vielleicht doch lieber erst nach unten, weil da könnte vielleicht schon meine Quest sein. Oder auch nicht. Vielleicht wartet da auch einfach nur der Tod. Egal in welcher Form, ob es in irgendeiner Form von irgendwelchen Bestien sind, die mich in Stücke reißen wollen, oder von absoluter Langeweile. Das kommt immer drauf an, was das Spiel gerade machen will. Zweite Etage, da haben wir wahrscheinlich genauso wenig drin, wa? Hallo? Ja, das ist wirklich hier für solche Platten. Bäh. Hi. Ich habe den Dicken gehört, richtig? Oh, der Dicke ist oben. Keine Besucher! Und erst recht keine Vertreter. Ich habe keine Vertreter haben wollen, hallo. Der Nächste, der hier gleich reinkommt, kriegt einen Kopfschuss. Oh. Ja, der Nächste, der hier reinkommt, kriegt einen Kopfschuss. Ich glaube, bei dem hilft kein Kopfschuss. Oh, verdammt, wo ist die Treppe? Ja, klar, auch noch vernagelt, das Ding. Hallo, oh, okay, hi. Lass mich mal kurz die Shotgun rausholen, weil ich glaube, die bewirkt bei dir ein bisschen mehr. Kannst du mal da rausspringen? Hi. Oh, die Shotgun hört sich ja komisch an. Also die Shotgun hat schon mal gut Schaden gemacht, allerdings... Alter, diese Shotgun, ne? Die hört sich ja echt, also... Die hört sich irgendwie billig an, wie so ein Spielzeug. Ist das eine Schreckschusspistole oder was? Mitgliedskarte von E-Brien. Diese Karte bescheinigt, dass E-Brien ein vollwertiges Mitglied des Fotografieclubs von Oakmont war. Er trat dem Club nach der Flut bei. Okay, nichts Besonderes also. Genau dasselbe wie bei einem anderen Kollegen. Aber ebenfalls ein Clubmitglied, ja genau. Scheint wohl auch beim Frühstück gestört worden zu sein und der hat ein Messer in der Kehle. Da hau ich schon mal wieder schön mit der Schaufel in der Gegend rum. Ein gezielter Stich und er war in kürzester Zeit tot. Ja. Da mach ich doch mal ein schönes Bild für ein Fotoalbum, ne? Jetzt habe ich ein kleines Problem. Hoffentlich kommt der Dicke mir nicht entgegen, wenn ich hier rausgehe. Ciao! Ich muss dringend los! Okay! Ich glaube, der hat schon auf mich gewartet. Aua! Gut, dass der mich nicht getroffen hat. Wie viel Gesundheit habe ich überhaupt noch? Oh, ich habe noch volle Gesundheit. Ja, sehr geil. Gut, wo ist denn hier die nächste Telefonzelle? Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht... Ah doch, da hinten... Oh, super, ich muss wieder quer durch die Gegend latschen. Ist das auch ein befallenes Haus?
Warte mal, wenn ich da jetzt hingehe, dann wird... Ah, hier ist eine Telefonzelle. Ja, super. Hätte ich die gefunden, dann hätte ich mich hier importen können. Okay, es ist ein befallenes Gebiet, wo die Tür zugenagelt ist. Weißt du was? Da gehe ich gleich mal rein, wenn ich hier die Quest erledigt habe. Oh, Riesenrad. Davor aber renne ich hier noch zur Telefonzelle. Schön machst du den Boden sauber. Diesmal schon klar, dass das nicht sehr viel bringt, ne? Vor allen Dingen, weil es hier regnet und so. Und der ganze Boden ist hier vor allen Dingen voll verschlammt und alles. Also ich glaube, ein Besen bringt da nicht viel, Junge. Kauf dir lieber hier so eine Dingsbums hier. Wie heißen die ganzen Dinger nochmal? Eine Straßenreinigungsmaschine? Ja, kauf dir die Dinger. Die sind zwar bis jetzt noch nicht erfunden worden in dieser Zeit, aber egal, kauf dir trotzdem eine. Aber ich soll garantiert nicht hier hinkommen, oder? Wie habe ich das Gefühl, dass ich hier komplett falsch bin? Was ist denn das hier nochmal? Tatort auf dem Anwesen. Okay, es muss ein Anwesen sein. Das hier sieht nicht aus wie ein Anwesen. Das sieht eher aus wie ein kleiner Park, auf dem irgendein Rummel war. Oder ist das ein Teil des Anwesens? Nein, warte mal, das Anwesen ist das, ne? Das hier ist das Anwesen. Ja, geil, dann durchsuche ich das befallene Gebiet. Oder auch nicht, weil es ist Quest. Ja, es ist die Quest und da hängt einer. Endlich mal. Och, nö. Warum müssen die Dicken immer dann auftauchen, wenn ich kaum Munition habe? Das ist doch nicht dein Ernst. Oh, nee, ne? Und das Schlimme ist, ich kann nichts herstellen, großartig. Ich brauche dafür 3 Schießpulver. Ach du Scheiße. Ja, aber dafür haut es auch ordentlich rein, ne? Oh nein, das ist nicht dein Ernst. Ich kann nichts großartig machen. Okay, gut. Dann schnell rein, fotografieren, die komische Karte finden und raus. Schönes Bild. Ich glaube nicht, dass das Selbstmord war. Ja, sieht auch nicht so aus. Hallo, Maul. Das ist... Oh, erste Hilfe kann ich nicht haben. Was ist das? Ja, der... Ja, Mann. Das ist so nervig jetzt gerade, ne? Ja, und... Sag mal. Sind die jetzt despawned oder sind sie jetzt nicht despawned? Weil da war gerade einer durch die Tür am Backen. Ich höre sie immer noch. Ich höre sie... Ja, hallo und ciao. Oder auch nicht. Danke. Ach, jetzt kommt schon der nächste runter. Kannst du mal hier in die Falle reinlaufen? Das wäre sehr schön, wenn du das machen könntest. Oder auch nicht, genau. Dance einfach mal wie so eine prima Ballerina drumherum. Warum halt auch nicht? Was ist... Oh, da kommt ja noch der dritte runter. Der sieht irgendwie anders aus. So komisch grün. Wahrscheinlich ist der verschimmelt, der Typ. Der sollte mal eigentlich mal zum Zahnarzt gehen. Was hat der Zahnarzt damit zu tun? Keine Ahnung. Meine Diagnose für dieses Spiel lautet gerade, ich bin wahrscheinlich so gut wie tot. Kann ich vielleicht gerade irgendwas herstellen? Erwischt mich trotzdem nicht. Oh, das ist gerade so blöd. Kannst du mal hier und so? Da, wo der Typ sich hingehangen hat. Ja, danke. Ciao. Ich habe wieder einen Gesundheitspunkt. Quatsch, nicht Gesundheitspunkt. Erfahrungspunkt bekommen. Spawnt der Dicke nicht? Oh, geil. Wenn der Dicke nicht spawnt, dann kann ich ja hier schön in der Gegend rumgucken. Und diese dämliche Karte vor allen Dingen finden. Aber vorher tue ich erstmal 3 Schuss hiervon herstellen, was wahrscheinlich ein ziemlicher Fehler war. Ich kann mir keine Falle herstellen, das ist ja sehr schön. Oh Gott, das ist jetzt wahrscheinlich ein ziemlicher Fehler gewesen, den ich hier gemacht habe. Naja, stimmt, dich habe ich ja gerade angeguckt und das war ja garantiert kein Selbstmord. Aber hier wird bestimmt so ein Kreis sein, wa? Oder auch
nicht. Was steht da eigentlich? Sieht aus wie eine Unterschrift oder sowas in der Art. Ach, ich kann sogar so drehen? Was? Mit A und D kann ich das Teil so drehen? Das wusste ich gar nicht. Das steht ja noch nicht mal irgendwo. Naja, ist vielleicht auch gar nicht wirklich notwendig, aber trotzdem. Da verschwindet das komische Kotzbrocken-Ding da hinten auch noch. Über mir ist, glaube ich, so eine Wand, ne? Das hört sich an, wie als wenn es über mir wäre. Oder... Stimmt, warte mal. Ich muss das ja so an... Ja! Vergessen. Ich kenne dich noch nicht lange, aber... Du bedeutest mir so viel. Ist das der gruselige Polizist? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist dieser komische Gruselkopf. Schaufel! Verdammt! Ja, man merkt, wenn ich das Spiel immer wieder mal nicht spiele, dann wird aus dieser gewohnten Taste, die E Schaufel bedeutet, dann wieder doch zu der Taste, wo ich denke, damit tue ich interagieren. Sieht man irgendwie, der wurde auf jeden Fall wahrscheinlich hier irgendwie angegriffen? Mit irgendwas? Kann man... Nein, man kann leider nicht nachgucken, was hier passiert ist. Schade. Vielleicht ist oben noch irgendwas zu finden, aber... Der wurde auf jeden Fall mit irgendwas angegriffen, sonst wäre er nicht so blutig verschmiert. Und dann hat man ihn aufgehangen. Ich denke mal... Ja, weil die beiden waren ja zusammen, der Cop und er... Und irgendwelchen Leuten hat das aber nicht gefallen. Und entweder hat der Cop oder irgendjemand anderes die beiden dann umgebracht. Und ich soll jetzt die Fotos machen, weil er sie nicht machen darf, könnte, weil er theoretisch verdächtigt wird? Ich bin mir nicht so sicher. Ja, toll, Wasser. Warum steht da 67 auf diesem komischen Sack? Oder Paket? Hat das irgendeinen bestimmten Zweck? Diese Karte bescheinigt, dass R. Becker ein vollwertiges Mitglied des Fotografie-Clubs von Oakmont war. Er trat dem Club nach der Flut bei. Alle nach der Flut, ne? Ist das ein Foto? Sieht aber aus wie ein Foto von einem und demselben Teil. Sag mal, man wird nicht Fotograf, indem man einen und denselben Mist fotografiert. Also, Ja, echt, ohne Scheiß, überall dasselbe. Ah, schade, kein Tagebuch. Kein Tagebuch. Ich würde gern irgendwie ein Tagebuch oder irgendwas finden... Womit man so ein bisschen mehr Hintergrundinfo irgendwie bekommen könnte, aber leider ist das nicht der Fall. Schade. Sehr schade. Sehr, 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 sehr schade. Naja, was soll's. Gut, dann bewege ich mich mal zur Telefonzelle und dann mal zurück zu dem komischen Gruselkopf, um dann vielleicht ein paar weitere Infos zu bekommen. Auf jeden Fall muss ich die Quest bei ihm abgeben. Ich habe gerade ein kleines Problem. Ich weiß nicht mehr, wo diese verdammte Bar war. Ich weiß nicht mehr, wo die verdammte Bar ist. Wo ist die Bar? Ich habe keine Ahnung mehr. War die irgendwo in Salvation Harbor? Ich weiß es nicht mehr. Ach, da ist sie. Okay, ja gut, kein Problem mehr. Ich weiß, wo sie ist. Warum bist du denn hier? Du bist nicht dieser komische Gruselkopf. Du bist ein normaler Kopf. Machen Sie keinen Blödsinn, Neuankömmling. Und lassen Sie Ihre Hände da, wo ich sie sehen kann. Okay, Schnucki. Okay. Hi, wie geht's denn so? Immer noch gruselig aussehen wie eh und je? Ja, warum nicht? Ich weiß, warum Sie den Fall unbedingt zum Abschluss bringen wollen.
Ich habe Hinweise in Beckers Haus gefunden. Sie standen sich ziemlich nahe, habe ich recht? Wie können Sie es wagen? Er war ein ganz besonderer Mensch. Ein Mensch, wie man ihn nur einmal im Leben trifft. Er hat mich verstanden. Ich werde den Mörder finden. Mein Beileid, Sam. Keine Sorge, ich bin Privatdetektiv. Mit Betonung auf dem Wort privat. Danke, Charles. Ich weiß Ihre Diskretion zu schätzen. Ändert nichts an der Tatsache, dass du echt gruselig aussiehst. Aber vielleicht ist es auch einfach nur der Hut, der es irgendwie so erscheinen lässt, dass du wirklich echt gruselig aussiehst. Besonders wenn es dunkel ist. Ja. Zwischen den Morden muss ein Zusammenhang bestehen. An jedem Tatort fand ich eine dieser Karten. Mitgliedsausweise eines Fotografieclubs? Und jedes Opfer hatte einen? Ja, hier könnten Sie bei Ihren Ermittlungen ansetzen. Danke, Reed. Ich wusste, Sie würden etwas finden. Ich werde diesem Club wohl einen Besuch abstatten müssen. Vielleicht hatte dort jemand Ärger mit den Opfern. Oh, sag mir nicht, die Quest geht weiter. Die Quest geht weiter. Ich habe die Fotos gemacht. Wie sieht es mit Ihrer Gegenleistung aus? Ausgezeichnet, danke. Hier, für Sie. Einige der Tatorte haben einen schrecklichen Anblick geboten. Ich hoffe, Sie finden den Mörder. Das hoffe ich auch, Reed. Das können Sie mir glauben. Passen Sie auf sich auf. Gut, ich habe den Fall abgeschlossen und wiederum Munition bekommen. Das ist sehr geil. Kleidung freigeschaltet, Polizist. Also so langweilig wie die aussehen, habe ich keinen Bock auch auszusehen. Oh, Cowie, ich brauche noch einen Drink, um darüber hinwegzukommen. Nee, darfst du nicht haben, du bist im Dienst. Also die Quest geht jetzt nicht weiter. Schade. Schade, ich hätte gern noch weitergemacht, um herauszufinden, wer eigentlich dafür verantwortlich ist, aber... Schade, darf ich wohl nicht. Machen Sie keinen Blödsinn, Neuankömmling. Ja. Und lassen Sie Ihre Hände da, wo ich Sie sehen kann. Schade. Schade. Ja, das ist doof irgendwie. Ich hätte gern das alles noch herausgefunden, aber... Menno, darf ich wohl nicht. Naja, was soll's. Das ist ein Wassertank, okay. Ich wollte gerade schon sagen, warum ist da oben so ein Benzintank? Warum ist da ein Generator? Macht doch gar keinen Sinn. Vor allen Dingen, weil hier so viel Strom ja auch vor allen Dingen überall verwendet wird, ne? Wo muss ich gerade hin? Ich habe die Briefe von Orkman noch, die Feldstudien, die irgendwo komplett weit weg entfernt sind, und die Familienbande. Die Familienbande waren wo nochmal? Oh. Okay, dann gehe ich mal zu der Hauptquest. Wobei, macht das so viel Sinn? Nee, weißt du was? Ich gehe in Richtung der Hauptquest, aber besuche das befallene Gebiet.